Coachella! Oh mein Gott. Die ganze Scheibe ist gesplittert. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich flüstere ein bisschen. Bei uns ist es nämlich gerade 2 Uhr. Wir sind gerade vom Coachella wieder zurückgekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und freue mich über eure Daumen nach oben. Gewohntes Schauspiel hier auf jeden Fall gerade. Eine leicht verzweifelte Annika, die zum Gate hetzt. Ich bin gerade eben in New York gelandet. Ich freue mich eigentlich tierisch. Ich bin das erste Mal in Amerika. Ich würde sagen, wir sehen uns aber gleich im Flieger, hoffentlich. Und jetzt innerhalb des Flughafens müssen wir nochmal durch den Sicherheitscheck. Wenn ihr sowas macht, gell, dann macht das mit genug Zeit. Ich sag's euch, euch wird die Zeit nicht reichen. Das ist Wahnsinn. Ich bin wieder ausgerufen worden. Von Los Angeles. Ich habe nicht wirklich gut geschlafen. Ich habe aber ein bisschen die Augen auf jeden Fall zumachen können. Es war aber schweinekalt und wir hatten keine Decken und keine Kissen. Aber was soll's? Jetzt sitzen wir hier und gucken, ob unsere Koffer denn da sind oder nicht. In New York wäre es 4 Uhr in der Frühe am Freitag. Jetzt ist es hier auf jeden Fall 1 in Los Angeles. Und in Deutschland ist es 10 Uhr am Freitag in der Früh. Ich bin auf jeden Fall so müde, wie ich in Deutschland um die Uhrzeit auch wäre. Also noch merke ich nichts von der Zeitverschiebung. Ist das mein Koffer? Nee, ne? Das da? Doch? Unsere Koffer sind angekommen. Es geht weiter mit der Warterei. Es ist mittlerweile 2 Uhr in der Nacht. Stehen wir jetzt hier, um eins von den Autos uns hier zu holen, was wir gemietet haben. 3:30 in der Früh. Und wir sind jetzt die ersten in der Schlange. Wir sitzen im Auto. Es ist mittlerweile jetzt 5 Uhr. 5 Uhr, ey. Und ich soll den ganzen Tag jetzt dann auf dem Coachella sein. Bis so 0 Uhr oder sowas geht das Line-Up. Wir frühstücken jetzt und dann müssen wir, glaube ich, noch so eine Stunde fahren. Hat gar nicht allzu viel irgendwo um die Uhrzeit drauf. Für die Stadt, die nie schläft. Hier ist ja New York. Aber jetzt gibt's Burger. Ich fühle mich, als hätten wir gefeiert. So sieht jetzt mein scheinbar Jalapeno-Burger aus. Dann gibt's Fanta und einmal Pommes. Ich glaube, mittlerweile sind irgendwie 2 Tage gefühlt vergangen. Das wird ein Vlog. Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr. Also wir haben einfach im Auto kurz gepennt für 1,5 Stunden, weil ich jetzt zur der Villa fahren, wo die ganzen Mädels drin sind. Und wir wären dort angekommen irgendwie um 5 oder 6. Da wird ja noch niemand von denen wach sein und mir die Tür jetzt dann aufmachen. Und ich will die auch nicht rausklingeln und fahren jetzt eine Stunde noch. Ich habe gute Laune. Jetzt kommt eine Gesichtsmaske noch oben drauf. Der Kaffee ist fürchterlich. So starten wir jetzt einfach mal den Tag. Ich glaube, ich sehe auch schon ein paar Mädels. Das ist also unsere Straße. Hier ist unsere kleine, aber feine Einfahrt. Dann sieht so der Eingang aus. Dann kommt man hier rein. Richtig süß mit so Brunnen. Hier hinten würde man dann reinlaufen in den Pool. Hier sieht man dann schon so ein bisschen die Villa. Wir haben aber einen Pool. Es ist richtig geiles Wetter. Das Haus ist so schön. Das hier ist jetzt schon mein allererster Coachella-Look. Wir werden jetzt gleich abgeholt. Wir haben uns jetzt alles fertig gemacht. Haben einfach jetzt gute Musik laufen gelassen und jetzt geht's dann gleich los aufs Festival. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Einfach geil. Mina macht da hinten schon gerade Fotos. Lola ist hier gerade noch. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Mädels unten. Dann könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben, wer das erste beste Outfit sich rausgesucht hat. Präsentier dich doch mal. So schön. Lola konnte, as you can see, nicht aufhören mit den Glitzersteinchen. Ich wurde von Annika beraten, ich soll Florix aufhören, habe ich aber nicht. Guck mal, wie schön das ist. So toll aus. Aber die rutschen ein bisschen runter. Ja? Ich glaube, ich habe am Ende des Abends habe ich keinen mehr. Wir haben ein anderes Problem. Sag mal auf den Kopf, wann hast du das letzte Mal geduscht? Laura auch gerade. Oh, das Glitzer ist aber schön. Und ich so, ich hab noch, wenn du willst. Nee. Laura und Lolas Zimmer, richtig schön mit Riesentür zum Pool. Ich finde es so geil, dass wir alle so unterschiedlich aussehen, aber trotzdem halt alle Ocean's Apart tragen. Es passt halt voll. Hier ist dann der Eingang zum Wohnzimmer. Hier sind die anderen zwei Mädels. Ach, ihr seid schon da. Oh.
liebe das da. Hier haben wir einen Ganzkörperspiegel, wo wir schon gesagt haben, den sollten wir alle mit nach Hause nehmen. Wir sehen alle 2 Meter groß aus. Das ist echt mega. Dann haben wir hier einen Chaos-Tisch voller Sachen und Glitzer. Hier haben wir eine kleine, aber feine Küche. Einen typisch amerikanischen Kühlschrank, den man auf beiden Seiten einfach aufmachen kann. Liebe ich ja. Ein Wunder, dass man keinen Alkohol sieht bisher. Dann haben wir hier einen kleinen Flur. Das ist das Zimmer von der anderen Seite. Hier haben wir uns gerade alle fertig gemacht. Hier ist mein Zimmer. Dann haben wir hier noch das dritte und vierte Zimmer. Unsere süße Villa hier, unser Apartment. Jetzt geht's dann eigentlich auch schon los. Oh mein Gott. Alter, es hat einfach gerade richtig geknallt und die ganze Scheibe ist gesplittert. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. Und jetzt kommen hier so richtig die Löcher. Es ist hier überall und die Löcher werden immer größer. Wir haben gerade gesagt, es hat sich einfach angehört wie ein Schuss. Wir sind angekommen. Lola kommt aus dem Tanzen schon nicht mehr raus. Da sind wir. Und hier ist das typische, ja, Wahrzeichen, sage ich jetzt mal, von Coachella. Richtig geil. Ich liebe es, wie die Leute hier rumlaufen. Mega. So dieses Be proud of yourself. Liebe ich einfach. Wir waren gerade einfach live dabei, wie die Dame in Rosa einen Heiratsantrag bekommen hat. Oh Gott, ist das schön. Wir sind hier alle am Weinen. Die Fotos sind im Kasten und jetzt laufen wir zum Essen. Wir haben alles so Hunger. Und ihr seht ja, wie viel hier einfach los ist. Und die Menschen sind so nett. Du läufst hier eigentlich wirklich nur rum und kriegst dauerhaft Komplimente. Nur Frauen, die einem Komplimente machen. Und es ist so schön, einfach wie ehrlich man hier ist, wie freundlich. Also ist mir fuck egal, ob das jetzt irgendwie aufgesetzt oder sowas ist, aber ich finde das so schön. Hier sind die ganzen Essensstände. Und da hinten gibt es so einen ID-Check, da stehen richtig viele an, weil man dann so ein Bändchen bekommt, ob man über 21 ist, dass man hier Alkohol trinken kann. So, das ist jetzt unser Essen. Hier haben wir noch irgendwelche Chili-Cheese-Dinge. Oh, Strawberry Lemonade. Mit. Es ist so geil, Leute. Wir haben auf jeden Fall alle die richtige Mut. Das ist hier gerade zu ich weiß nicht was geworden. Wie schön ist das bitte? Sobald die Sonne weg ist, wird es doch sehr kalt hier. Es gibt hier übrigens so Lounges und wir sitzen hier und sippen unsere Limonade, die teuerste Limo, wie wir gerade festgestellt haben, die wir alle jemals gekauft haben. Also die hat ungefähr 12, 13 Dollar gekostet, ohne Alkohol. Da hinten ist die Mainstage und hier liegen Leute und schlafen einfach. Es ist scheiße kalt, wirklich. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Harry. Aber Harry spielt leider erst um 23:30. Wie viel Uhr haben wir? Kurz nach 8 Uhr. Mittlerweile haben wir uns lange Hosen sogar noch angezogen, weil es einfach wirklich schweinekalt ist. Ich sag, das ist das erste Mal, dass wir in den Spiegel gucken. Na, Lola? Ja? Ist ja der Wahnsinn. Guck, wie gut wir noch aussehen. Guck mal, wie schön sich die Menschen übergeben. Das ist ganz toll. Also wenn ihr hier auf die Toiletten geht, dann geht auf jeden Fall... Scheiße. Ja, das sowieso. Aber dann geht auf jeden Fall... geht auf jeden Fall bis ganz hinter durch, weil hier sind lauter Dixie-Klos. Und ganz hinten sind die bisschen besseren. Wir zeigen ihm gerade Harry Styles, weil eigentlich warten wir auf den und er kennt ihn einfach nicht. Jetzt geht's los zum... Harry! In 5 Minuten soll es losgehen. Also es sind so viele Menschen einfach da, dass wir jetzt schon einen Uber vorbestellt haben, besser gesagt heute Mittag schon, damit wir sicher sein können, dass wir bestenfalls nach Hause kommen. Oh
Coachella! Man braucht ewig bis zum Parkplatz auf jeden Fall zurück. Wir haben leider nicht alles von Harry jetzt gesehen, aber das war vorher jetzt bei uns schon so beschlossen, weil tatsächlich eh nur die Hälfte da bleiben wollte eigentlich. Jetzt warten wir aufs Uber. Ich hatte ein bisschen Tränchen in den Augen. Einfach, weil man so dankbar ist, da sein zu dürfen. Das ist so schön. Und dann ihn halt live zu sehen, ist halt einfach nochmal echt geil. Zurück zu Hause. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Uhr in der Nacht oder sowas. Meine Haare haben gehalten. Meine Schmetterlinge haben gehalten. Ich meine, dass ich keinen verloren habe. Also wir waren so fasziniert davon, dass man so offen angesprochen wird, dass man so offen Komplimente bekommt von anderen Frauen, die halt irgendwo einfach sagen, hey, ich liebe dein Outfit. Ich mag deine Haare. Kommen teilweise so extra zurück, tippen dich an und sagen dir das. Wo sich in Deutschland niemand die Mühe machen würde, sondern viel eher neidisch wäre, dass man selber vielleicht das und das nicht hat. Du hast schon gesagt, okay, für morgen Challenge mehreren Leuten Komplimente machen. So, meine Stimme geht flöten. Wir alle konnten jetzt bei Harry nicht mehr schreien. Das war ein sehr schöner erster Tag. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten jetzt hier noch bringen. Also das könnt ihr auf Instagram ja auf jeden Fall verfolgen. Ich hau euch das auch oben in die Highlights rein. Ich hau mich jetzt erstmal in die Dusche. Dann schminke ich mich einmal komplett ab und dann geht's ins Bett. Ich wünsche mir jetzt eine gute Nacht und euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns auf Instagram und allen möglichen anderen. Tschüssi.